Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute backe ich diese Torte. Schaut ihr, wie hübsch sieht die aus. Ist schon mir gut gelungen, bin voll zufrieden mit meiner Arbeit. Und das ist unser Familienrezept, Honigtorte. Und backen wir ihn oft zu unseren Familienfesten. Und seitdem wir jetzt hier im Norden umgezogen, backe ich ihn immer weniger, weil zusammen kommen wir kaum. Aber jetzt kommt zum Besuch meine Tochter und ich möchte die überraschen. Ich habe schon lange für sie diese Torte nicht gebacken und die mag ihn. Da bin ich echt gespannt, was sie für so eine Augen hat. Und ich glaube, die flippt hier aus und wird, juhu, mutig hat sie mich die Torte gebacken. Es ist keine komplizierte Torte oder irgendwas Besonderes, aber es ist unsere Familienlieblingstorte. Und wenn ihr Interesse habt und möchtet erfahren und wissen, wie wird diese Torte gebacken, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch es zeigen, Schritt für Schritt wie immer. Ich möchte jetzt eben nicht anschneiden, aber ich versuche morgen, wenn meine Tochter kommt, wenn ich die Stückchen abschneide, mal ein Foto zu machen, dass ihr seht auch die Schichten. Zwischen Schichten kann man nicht unbedingt wie ich nur Creme machen. Es kann man auch dazwischen was Fruchtiges machen. Aber so wie ich es heute gemacht habe, das ist so klassisch, das machen wir meist und so mögen die meine Kinder. Aber sonst kann man auch fruchtige Schichten dazwischen machen. So, liebe Freunde, ich wünsche euch viel Spaß beim Video anschauen. Viel Spaß! Der Teig wird ungefähr so wie ein Mürbeteig für die Plätzchen. Erstmal nehmen wir Mehl und sieben wir durch. Und dazu geben wir alle vorbereiteten Zutaten. Ein Teelöffelchen Backpulver, weiche Butter, Vanillinzucker, Zucker, ein Ei, zwei Esslöffel Honig, so, und ungefähr ein Esslöffel Zitronensaft. Und werden wir rasch einen Teig herstellen. Erstmal nehmen wir Löffel und dann schnell mit den Händen. Die Konsistenz von dem Teig hält auch von Ei. Diese Zutaten, die sind ausgerechnet für den Ei große L. Den Teig haben wir schnell zusammengekneten, nochmal kurz durchkneten und wir lassen ihn nicht in den Kühlschrank stellen, sondern lasse ich immer diesen Teig hier auf den Tisch einfach so halbe Stunde mindestens ruhen. Einfach so. Schüssel drüber und ungefähr so 20-30 Minuten ruhen lassen. So, nach 30 Minuten können wir schon weitermachen. Unser Teig werden wir aufteilen auf 4 Teile, so ungefähr. So, jeden Teil machen wir so rund. Gebe hier ein bisschen Mehl und lege erstmal die hier an die Seite. So, jetzt nehmen wir gleich Backpapier und werden wir den Teig ausrollen gleich auf dem Backpapier. Den Backofen habe ich schon angemacht auf 160 Grad Umluft. So, geben wir Mehl etwas und werden wir schon unseren Teig ganz dünn ausrollen. Das ist eine kleinere Torte. Wenn ihr wolltet, so ungefähr so 25-26 cm Durchmesser haben, dann musstet ihr doppelt nehmen. Das ist ungefähr so für 18, allerhöchstens bis 20 cm Durchmesser. So, und dann nehmt ihr euch was zum Messen, Teller. Ich nehme meistens immer den Deckel von dem Topf und ungefähr liege ich so, dass ich ungefähr sehe, wie wird das. Bisschen reindrücken und dann merkt man, dass es mir hier und hier reicht das nicht. Das ist kein Problem, weil ich kann hier abschneiden
Und das ist wie bei Mürbeteig ist, kann man hier einfach draufkleben. Und dann hat man schon diese Größe. Einfach ein bisschen basteln. Weil der Teig soll wirklich sehr dünn sein. Danach, wenn wir mit den Creme das bestreichen, er zieht in sich Creme rein und werden die dann auch so aufgehen. Wird dann schon alles gut. So ein bisschen korrigieren. Und dann können wir wieder drauflegen, so dass wir bereits was haben. Und Rest abschneiden. Tada. So, die Reste abgeschnittene gehen einfach zu den nächsten Stückchen. Und der geht jetzt in den Backofen. Bei 160 Grad ungefähr 8 bis 10 Minuten. Meistens die erste wird 10 Minuten und danach sind die schon für 8 Minuten fertig. So, und in dieser Zeit machen wir den nächsten wieder ein bisschen. Mehl dazu und dann geht es los. Und so backen wir erstmal alle vier durch. So, es sind schon zwei fertig und wenn ich dann die nächste rausnehme, lege ich den immer oben drauf, dass sie sich an sich so anpassen. Unten liegt einer und oben liegt. Versuche immer so, dass ich genau drauf liege. Bitte nicht zu lange halten im Backofen. Der Teig soll hell bleiben, nicht zu dunkel. Und dann lassen wir das alles erstmal abkühlen, bevor wir Creme machen. So, unser Teig jetzt ist schon richtig schön abgekühlt und wir können jetzt unsere Torte zusammen machen. Dafür brauchen wir auch noch Creme zu bereiten. Ich schlage erstmal ein Becher Sahne mit bisschen Zucker. Und wenn es sozusagen die Schlagsahne nicht fest man kriegt, dann nimmt man noch ein Päckchen Sahne fest. Braucht man aber nicht immer. Und statt Vanillearoma kann man auch ein Päckchen Vanillinzucker nehmen. So, schaut, heute haben wir gar nichts gebraucht, unsere Sahne fest. Die Sahne ist auch so gut fest geworden. Und es ist immer wirklich unterschiedlich. Mal braucht man die auch gar nichts. So, ich gebe noch ein bisschen von Vanillearoma. Oder wie gesagt, mit dem Zucker gleich ein Päckchen Vanillinzucker dazu geben. Noch kurz umrühren. Fertig. Stellen wir erstmal an die Seite und nehmen wir uns noch eine Schüssel und in den Schüssel geben wir ungefähr 500 Gramm Creme Fraiche. Das sind dann 2,5 Becher. Werden wir jetzt den Schmand nur kurz umrühren. Wirklich nicht zu lange rühren, dass ihr keine Butter bekommt. Und geben wir schon die aufgeschlagene Sahne dazu und verrühren einfach alles zusammen. Und dann haben wir schon unsere ganz einfache Creme fertig. Einfach unterheben. Und können wir jetzt unsere Torte zusammen herstellen. So, machen wir in die Mitte ein kleines Klecks, dass unsere Torte richtig gut so zusammenklebt an den Boden und nicht immer hin und her rutscht. Und bestreichen wir schon erste Boden. So ungefähr gleichmäßig bestreichen und setzen wir dann schon den nächsten. Und so erstmal setzen wir alle vier Böden. So, jetzt die Seite werden wir auch bestreichen. Und wenn es von den ersten Mal nicht so richtig glatt wird, kann man ihn in den Kühlschrank stellen, so vielleicht für eine halbe Stunde und dann nochmal bestreichen. Dann kann man es glatter machen. Besonders hier an die Seiten. Wenn es nicht richtig wird gedeckt, lieber in den Kühlschrank stellen und dann eine halbe Stunde nochmal wiederholen und dann wird es alles schön glatt. So, die Torte habe ich einigermaßen gerade gestrichen. Schön sieht alles gerade. Und jetzt stelle ich es in den Kühlschrank, wirklich für so eine halbe Stunde, dass er etwas fester wird. Und in dieser Zeit können wir schon uns Schokolade schmelzen lassen zum Verzieren. Natürlich verzieren können Sie nach eurer Lust und Laune, wie ihr es mögt. Ob ihr möchtet Schokolade oder vielleicht doch nicht. Oder vielleicht so lassen, vielleicht Tüpfchen nur.
einfach. Das ist natürlich euch überlassen. Ich mache diese Torte immer mit der Schokolade, dass das runterläuft. Und so mögen die meine Kinder und so mache ich es. Erstmal stelle ich aber, ups, in den Kühlschrank. Die restliche Creme, was noch übrig geblieben, können wir auch noch in den Kühlschrank stellen, dass etwas auch fester wird und kann man damit auch mal ein paar Tüpfchen oben drauf machen oder zum Dekorieren verwenden. So, eine halbe Stunde ist unsere Schokolade schon geschmolzen. Den Kuchen ist ein bisschen kühler geworden und jetzt können wir weiter dekorieren. In meinem Fall möchte ich gerne in der Mitte jetzt so Herzchen machen für meine süße Tochter. Und hier drumherum mache ich jetzt Schokolade. Mal schauen, ob ich das jetzt natürlich schön hinbekomme, dass es alles hübsch aussieht. Ich lasse auch ein bisschen Schokolade runterfließen. Dadurch, dass jetzt die Torte ist kalt, wird das auch schnell haften. So, und hier im Herzchen, weil die hat ihre Geburtstag genau in die Zeit, wo Fasching ist, mache ich Herzchen schön bunt mit Konfetti. So, jetzt versuche ich die Konfetti natürlich so verteilen, dass man dann später sieht, dass es Herz ist. So. So sieht er aus. Aber jetzt stelle ich wieder in den Kühlschrank, dass die Schokolade sich richtig fest wird. Ist doch hübsch geworden. Und danach mache ich noch mit den restlichen Sahne noch Tüpfchen drumherum. So, Schokolade jetzt fest geworden. Und jetzt mit restlicher Sahne dekoriere ich mal ein bisschen. Ich werde einfach so kleine Tüpfchen drumherum umrand machen. So, dann habe ich noch hier Zebra-Rollchen und auf jede zweite lege ich da drauf. Obwohl, es kann man auch schon so lassen. So, fertig. So sieht meine Torte jetzt aus. Und ich bin gespannt, was sagt meine Tochter dazu. Das weiß sie noch nicht, dass ich für sie diese Torte gebacken habe. So, liebe Freunde, wenn ihr Interesse habt, wie so eine Torte schmeckt, dann müsst ihr sie selber nachbacken. Und ich wünsche euch gutes Gelingen. Es ist wirklich nicht kompliziert. Und diese Torte kann man wirklich zu jeder Gelegenheit machen. Einfach oben drauf dekorieren für genau jetzt passende Fest. Und dann, das war's dann schon. Aber schmecken tut es immer das Gleiche. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Eine schöne Kaffeezeit wünsche ich euch danach und bis zum nächsten Mal. Tschüss!